Okay, passt schon. Ich bin Mina, als Musikerin Mina Richman, mache Singer-Songwriter, Pop, Indie, Soul, Folk, keine Ahnung. Und ich habe mich nach einem Scherzzitat benannt, falls sich Leute fragen, Richman, warum heißt die Richman? Ich heiße nicht Richman. Cher hat mal von ihrer Mutter gesagt bekommen, Kind, willst du nicht sesshaft werden und einen reichen Mann heiraten? Und dann hat Cher gesagt, Mama, ich bin ein reicher Mann und ich finde das cool. Und ich mochte die Attitüde in diesem Interview und dachte mir so, so möchte ich auch sein. Unabhängig. I'm a good girl. Never break the rules these days. So she came with a wicked smile and crossed my ways. Crossed my ways. For you, you're too cruel. Play me for a fool like a violin. Loving you is my only sin. Ich glaube, ich wusste sehr früh schon, dass ich queer bin. Und gerade queere Menschen in der Musikindustrie sind unterrepräsentiert. Queere Frauen in der Musikindustrie sind unterrepräsentiert, vor dem Hintergrund, dass ich iranische Wurzeln habe. Wenn ich im Iran aufgewachsen wäre, wäre es illegal und ich müsste mich damit verstecken. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich das offen zeige. Ich meine, ich singe halt nicht Songs über irgendwas. Das sind oft Geschichten, die mir sehr nahe gegangen sind, die ich verarbeite, Dinge, die wehtaten, Dinge, die ehrlich sind und brutal entblößend. Und ich weiß es als Hörerin wahnsinnig zu schätzen, als Zuschauerin bei Konzerten selber wahnsinnig zu schätzen, weil ich das Gefühl habe, okay, da steht jemand. Und klar, das ist jetzt jemand, der steht auf einer Bühne vor fremden Menschen, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht geskriptet, das ist nicht ausgedacht, das ist nicht eine Kunstperson, das ist einfach ein Mensch, der da steht und seine Geschichte erzählt. Ich glaube, die Proteste waren so in Tag 3 oder 4 und ich klebe sowieso immer viel vom Handy, seitdem nochmal mal 100, das meiste Bildmaterial, alles geht über Social Media. Ich war auf der einen Seite so beeindruckt, so gerührt, diese Bilder, diese starken Bilder, dieses Video von dieser Frau, die mit ihrem Kopftuch tanzt, alle drumherum stehen, klatschen, singen. Es ist auf der Straße nicht erlaubt, Musik zu machen oder zu tanzen oder zu singen und das Kopftuch, also alles hochgradig verboten und die schmeißt es in das Feuer und es ist so stark und von dem Video, das ist mir so im Gedächtnis geblieben und davon inspiriert ist auch der Refrain von Babacet. Ich wusste nicht, damit umzugehen, so viel Angst
Bewunderung, Anspannung, so viel Adrenalin. Und naja, Musik ist eine Art und Weise, wie ich so ziemlich alles in meinem Leben immer mal wieder verarbeite. Und dann ist der Song einfach so passiert. In the flames and watch it burn like everything they took away from us, the freedom to love, the freedom to wear whatever we like, push to hide or killing and beating, and did they think we wouldn't fight? Habe ich mir irgendwann überlegt, ach komm, ich nehme den auf und stell den gerade auf Instagram. Vielleicht sieht es ja jemand, dem es gut tut, der es gebrauchen kann, will mich natürlich auch offen solidarisieren, habe mich von Anfang an auch direkt unterstützend gezeigt, Informationen geteilt bis heute. Ja, dann ist der halt ein bisschen viral gegangen und hat jetzt irgendwie über 1 Million Views auf Instagram. Und das ist eigentlich auch alles irrelevant, aber das Schöne war, dass ich viele Leute erreicht habe, die sich dadurch gesehen und unterstützt gefühlt haben. Ich spiele ihn immer noch bei Konzerten. Und ich sage auch immer, ich höre damit auf, wenn das Regime gestürzt ist und wenn es das Letzte ist, was ich tue, dann ist es halt so. Sind sie an Asadi, sind sie an Asadi, sind sie an Asadi. Was ist denn?